Hallo, ich bin Anne-Sophie. Und ich heiße Greta. Wir sind Schülerinnen am Maria-Huber-Gymnasium in Bozen und begleiten Sie jetzt durch unser Praktikum. Kommen Sie mit! Wir sind gemeinsam eine Woche hier an der Uni Bozen und dürfen in die Welt eines Agrarforschers oder einer Agrarforscherin eintauchen und nehmen Sie dabei mit. Die Freie Universität Bozen wurde 1997 in Bozen gegründet und wird im Gegensatz zu anderen Universitäten in Italien nicht vom italienischen Staat, sondern vom Land Südtirol betrieben und finanziert. Neben dem Hauptsitz in Bozen gibt es auch weitere Standorte in Brixen und Bruneck. Die Freie Universität umfasst 5 Fakultäten: die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, für Informatik, für Design und Künste, für Naturwissenschaften und Technik und für Bildungswissenschaften in Brixen. Ihr Motto: dreisprachig und interkulturell. Die Universität bietet ihre Lernveranstaltungen in den verschiedenen Studiengängen in Deutsch, Italienisch und Englisch an. Außerdem zeichnet sie ein hoher Internationalisierungsgrad, ein ideales Studienumfeld und eine exzellente Ausstattung aus. Genau deshalb besetzt die Uni Bozen regelmäßig Spitzenpositionen bei nationalen und internationalen Rankings. Im Rahmen unseres Praktikums an der Universität Bozen dürfen wir viel Neues erleben und erfahren. Unsere Aufgaben sind im theoretischen wie im praktischen Bereich sehr vielfältig. Zum einen helfen wir bei der Analyse von Proben, beim Messen von pH-Werten oder bei der Vorbereitung von Versuchen. Zum anderen hören wir unseren Tutorinnen und Tutoren sehr aufmerksam zu, um komplizierte chemische Vorgänge zu verstehen, die im weiteren Verlauf noch wichtig werden können. Willkommen in einem der naturwissenschaftlichen Labore an der Uni Bozen. Hier findet ein Großteil der Versuche statt. Die Arbeitssicherheit steht dabei aber immer an erster Stelle. Das bedeutet, lange Hosen sowie Laborkittel und Handschuhe sind Pflicht. Ciao a tutti, mi chiamo Fabio, sono qua un dottorando qua all'Università di Bolzano, al Dipartimento insomma di Chimica Agraria. E io ho studiato agraria qua a Bolzano in triennale e poi ho studiato sempre scienze agrarie in Olanda all'Università di Wageningen e niente, qui in pratica nei nostri laboratori di chimica agraria noi principalmente studiamo la chimica del suolo e la fisiologia delle piante. Detto in maniera molto semplice, quindi ci occupiamo di come le piante in pratica reagiscono a diversi stress infettivi confrontando appunto a diversi tipi di piante in diverse condizioni e situazioni, quindi diversi trattamenti, per riuscire poi a ottimizzare la loro crescita e per far ciò quindi studiamo sia quindi la fisiologia della pianta, la pianta stessa, che anche il suolo per capire appunto come varie caratteristiche del suolo, tra le quali appunto il pH, la tessitura, il contenuto di carbonati e nutrienti possono alterare poi la crescita della pianta e viceversa capire come la pianta reagisce a queste diverse condizioni per, come detto prima, appunto a ottimizzarne la crescita e capire anche dal punto di vista fisiologico, chimico, biologico come la pianta si comporta per appunto un'agricoltura teoricamente più sostenibile e per un miglior futuro per tutti quanti. Im Laufe unseres Praktikums durften wir bei der Herstellung von Lösungen helfen, welche wir bei späteren Versuchen verwendet haben. Außerdem haben wir unseren Tutoren bei interessanten, aber auch komplexen Analysen von Wurzelexudaten, das sind Wurzelausscheidungen, assistiert und haben dabei gelernt, wie wichtig genaues Arbeiten in der Forschung ist. Im ersten Schritt unseres Versuches musste unsere zuvor hergestellte Lösung mit genauen elektronischen Pipetten zu bereits vorhandenen Proben hinzugegeben werden. Nun war es unsere Aufgabe, Lösung und Probe vorsichtig zu vermengen. Daraufhin wurden die Proben in eine Maschine gegeben, um sie zu analysieren. Ziel war es, herauszufinden, ob Bestandteile bestimmter Wurzeln, auch Chelating Agents genannt, in der Lage sind, Schwermetalle aus dem Boden zu ziehen. Auch körperliche und eine etwas schmutzige Arbeit gehörte zu unserem Praktikum. Einige Zeit haben wir damit verbracht, Erdboden zu zermörsern und zu sieben. Übrig blieb nur feiner Sand, der für ein weiteres Experiment verwendet wurde. Währenddessen erhielten wir auch einige Informationen über die Veränderung von Blättern
bei bestimmten Nährstoffmangeln, worüber wir zuvor gesprochen hatten. Das war's auch schon. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen guten Einblick geben. Für mich war es eine rundum gelungene Erfahrung, die ich sicher nie vergessen werde. Die Forschung hat so viele verschiedene Facetten und so schnell werden uns die Themen nicht ausgehen. Ich denke, wir werden so einiges aus diesen Tagen mitnehmen. Ideen für die Zukunft, Inspirationen, neue Fertigkeiten, die wir erlernen durften und vor allem Erkenntnisse im wissenschaftlichen, aber auch im menschlichen Sinne.